Heute mal wieder am Strand, nach ein paar Tagen Pause, keine Zeit gehabt. Es geht schon wieder Richtung Sonnenuntergang, aber vielleicht haben wir ungefähr noch eine halbe, dreiviertel Stunde. Immer noch viele Leute da, also Saison ist noch nicht zu Ende. 10 Minuten noch bis zum Sonnenuntergang. Regen wurde gemeldet, aber mal schauen, bis jetzt war noch keiner da. Vielleicht klappt es ja morgen. Ich laufe gerade mit dem Trepper zum Strand. Er ist 83 und er überlegt sich, sein Boot abzugeben. Der kommt jedes Jahr hierher und paddelt hier für ein paar Monate. War jetzt vor ein paar Tagen, erst ist er von Kamala nach Rawai. Hat dann geschlafen und am nächsten Tag wird zurückgepaddelt. Ich würde mal sagen, nicht schlecht für das gesegnete Alter. Und ja, jetzt probiere ich mal mit dem Boot zu, wie sagt man, fahren oder schwimmen. Jetzt sind wir hier am Strand, geht es Richtung Wasser. Naja, schöne Algen hier. Heute mal wieder in Phang Nga, ist schön. Der Roland ist auch dabei, seines Zeichen Nürnberger. Aber nicht die Bratwurst, sondern ein echter Nürnberger. Hier, die Irmgard. Nicht aus Nürnberg, aber wo kommst du her ursprünglich? Aus Schwabe. Aus Schwabe. Die Schwabe, ja. Ja. Mama, möchtest du auch mal ein paar Bilder machen? Nee, ich bin zu alt. Also dann schmeißen wir halt dich rein, ist ja jetzt wirklich auch egal. Ja, das reicht aus. Um 12 Uhr ist schon 12? Weiß nicht. Weil da kommt da immer eine Antenne raus aus dem Felsen. Und muss man um 12 da sein. Halb zwei. Na, haben wir es immer wieder zu spät. Wir sind jedes Mal zu spät. Hier ist der Hahn. Der goldene Hahn, der legt goldene Eier, darum ist der hier so schön untergebracht. Der Hahn, der goldene Eier legt. Oder ist es das Huhn? Also ich bin gerade auf Koh Phangan. Hier wurde ja unter anderem auch Fuck You Goethe gedreht. Diesen Titel verstehe ich bis heute noch nicht, Fuck You Goethe. Falsch schreibe? Ja, ich meine... okay. Fuck you, Thomas, wäre blöd. Okay, den kennt keiner, gell? Und außerdem heißt jeder zweite Thomas. Aber ich versuche hier immer noch mit meinem Gimbal zurechtzukommen, das ist gar nicht so einfach. Aber ich bin dran. Also ich bin dran, die Technik heute, die überholt mich. Drum gerade jetzt mal eine Deckenversion hier. Also es kann nur besser werden. Also das kann man alles dann von der Hand kontrollieren, für euch alle, die so in meinem Jahrgang sind. Gucket festhalten, sind alle irgendwo 10 Zigeuner unter, oder? Also wie man sieht, wollen alle nur Frieden auf dem Planeten. Krieg will gar keiner mehr. Also weg mit diesen Waffenindustrien. Wir müssen sie alle niedermachen. So, die Karp. Sehr gut. Ja, also ist wirklich okay. Ja, kaufe mal eins, die sind wirklich gut. Also das bringe ich für meine Frau auch mit. Kann ich die mit nach Hause Kannst nehmen? Kannst du nach Hause nehmen, kein Problem. Hält eine Weile, oder? Ja, die helfen. How long die mi nungatit songatit? Nungbi? Nungduan. Also ein Monat haltbar, ist eine Spezialität von der Insel. Ich esse es selber gern zum Bier. Gibt es hier ja nicht auf der Insel, weil es muslimisch ist, aber schmeckt trotzdem gut zum Bier. Bisschen scharf und ist lecker. Prawn. Ja. Wird hier gemacht. Cashewnuss. Cashewnuss und Prawn. Nur Prawn. Also die Irmgard ist tapfer, die probiert's. Wenn du mir jetzt irgendwelche Insekten hier aufschreibst, das sind alles, alles ist irgendwo Insekten, aber das ist okay. Ja, ist gut. Ja.
Auch das da ist lecker. Also ich meine, auch dieses hier. Das da ist auch sehr gut. Glaube ich. Das Boot ist immer noch da. Das wäre günstig zu haben, wenn er ein Interesse hat. Longtail-Boot, leicht gebraucht. So, wir haben was gekauft hier. 100 Baht für eine Schildkröte. Die spricht so gut Englisch und so eine gute Verkäuferin. Die hat es uns jetzt gerade besorgt. Ja? Okay. Nee, besser, ja. Das geht richtig im Griff, genau. Ohne ist besser. Und hört auf ihn, der kennt sich aus, gell? Also diese ganzen Felsen, die sind ja eigentlich wie ein Schwamm. Und darum haben die ja lange Wasser. Also auch selbst wenn es lang nicht regnet, haben die immer die Möglichkeit, vom Felsen Wasser zu ziehen. Und hier sieht man halt die Wurzeln, ne? Das sind die Wurzeln hier. Das sind die Wurzeln, die von den Bäumen von draußen kommen. Das ist schon faszinierend, ne? Kopf einziehen! Ja. Nicht, dass du mir da eine Klage machst, weil du deinen Kopf ankaut hast, ne? Auf genug gesagt, dann selber schuld. Und kleine Schritte machen, drin ist glatt.